Ich will auch mal so groß und stark wie der Teddybär werden. Unmöglich. Jetzt erstmal Angeln und Doku. Das sehe ich, das fühle ich. Hey, was geht? Wir machen hier gerade Angel-Event und weil das so langweilig ist, gucken wir eine Doku über Einzelhaft nebenbei, damit ihr weißt, was da los ist. So, Dr. Alpha, du möchtest die Musik und ich möchte in Stufe 3 Subnash. Wenn du dies liest, könnte es Bang machen. Oder auch nicht. Dieser Drecksack. Ah! Oh ja, Wassermarsch, das brauche ich. Ah! Oh fuck! Das war richtig getimed. Der King mit dem Ding. Der hat mir früher immer alles gesigned, ne? Vor allem noch das Geile ist, der hat seinen Griefer Games Account. Für 1 Gramm Weed verkauft. Quasi für 10 Euro hat er seinen Griefer Games Account verkauft. Sein Griefer Account. Richtiger Held. Und dann schreibt der Typ mir so: Yo, ich habe gerade mein Account für 1 Gramm Weed verkauft. Der Typ will bei dir alles leer räumen, weil da zu dem Zeitpunkt war Kaneki erst. Der war bei mir auch ein aktiver Mod. Der war auf meinen Account halt vertraut so. Und dann kommt er irgendwann. Steht denn so ein Typ vor mir, Kaneki ist, wo der schreibt mir so, warum bin ich denn auf deinem GS gebannt? Er wollte einfach wirklich leerräumen. Er wollte einfach wirklich. Kaneki ist auch so einer, aber er hat wenigstens geschrieben, dass er den Account verkauft hat, weil sonst wäre mein GS einfach leer gewesen. Lateinamerika ist schon eigentlich wild, finde ich. Und das sage ich als nicht abhängiger Kokain-Konsument, das ergibt keinen Sinn. Das nehme ich ebenfalls zurück. Was ist das für ein Geruch? Smoke weed every day. Eftas hat eindeutig den besten Skin-Geschmack aus dem ganzen Spiel. Wieso Rang-Abuse? Sowas mache ich gar nicht. Nein, nein. Das ist eine dreiste Lüge. Das habe ich noch nie gemacht und würde ich auch nie machen. Weil sonst riskiere ich ja quasi meine Rechte, ne? Das wäre ja dumm. Ein paar Sekunden später. Nutzt du deine Fly-Rechte im Nether aus? Natürlich. Also sag einmal, männlicher geht's ja wohl nimmer. Das ist ja ein Traum, so schön wie das ist, sag einmal. Willst du mir jetzt erzählen, dass Frozen nicht männlich ist, oder was? Digimon war schon wieder. Das ist nicht mehr da. Oh, Scheiße, leck mich doch am Arsch! Diese scheiß Jumpscares! Wenn hier Froschi schon seine Schenkel spreizt, dann will ich auch ein bisschen rumspritzen dürfen. Oh! Aber der ist halt dick und meiner ist dünn. Ha! Meine beste Klassenfahrt war Zillertal Skifahren ohne Regel. Alter, geil, kleine Kinder überfahren, hä? Warte! Regisseur Bus bauen? Nee, absolut nicht. Komm, Freddy! Einsteigen! Warte, passieren. Ich habe dir die Rechte gegeben, du kannst jetzt den Link reinsenden. Jetzt funktioniert. Dann sehen wir auch. Ja, ein bist noch da, aber kannst jetzt. Wir können nicht trauern, solange wir wissen, dass die Mörder unseres Bruders in aller Ruhe weiter ihren Beruf ausüben. Arsch! Es ist April! Wo hast du das ganze Geld her? Ja, immer China-Mann. Was soll ich sagen? eBay! Ihr lacht, der meint das ernst. Aus die zweite Folge von Pimp My Weg und rennt sie in der Hauptrolle. Ich habe noch nicht geschrien, wenn ich schreie es. Okay, ich habe geschrien. Wieso bin ich Rindvieh so blöd? So rotzenblöd und hab das drin. Oh! Dieser bodenlose Teddybär. Ja, hör mal!